Puh. Ich hab Seitenstechen bekommen, so sehr habe ich gelacht. Warum ich das gedrückt habe. Ich wollte gerade sagen, wir müssen mal ein paar Bären suchen. Ja, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. So wie es aussieht, müssen wir den Händler besuchen. Wir bräuchten nämlich bei Gelegenheit mal ein Elixier. Ja, das hatten wir schon gelesen. So, aber wir wollten ja sowieso zum Händler einmal ein bisschen Plunder, den wir angesammelt haben, loswerden. Gucken wir mal, dass wir einmal zum Händler hingehen, ein bisschen Sachen verkaufen. Wir können einmal zum Schmied gehen. Wir müssten nämlich wieder Sachen aufwerten können. Wahrscheinlich nicht mehr als genug sogar. So. Mensch, geh doch einfach da runter. So. Nach einer langen Reise will der Mann nicht mit uns reden. Hallo. Oh, das hatte ich doch letztens schon. Vielleicht, wenn ich ihn einmal schlage. Okay, warte, wir gehen einmal weg. Gehen nochmal hin. Okay, er ist nicht mehr beschäftigt. Aber er hat keinen Bock, mit uns zu reden. Hallo. Okay. Dann lesen wir eben. So. Ein bisschen Bildung, ja, zum Einstieg. Das Arabische als kulturelles Bindeglied. Nachdem die arabische Sprache schon lange auf der arabischen Halbinsel und im östlichen Mittelmeerraum benutzt worden war, breitete sie sich durch die Eroberung des 7. und 8. Jahrhunderts sowie durch Gründung arabischsprachiger Kolonien und Enklaven über das ganze Reich aus. Durch bewusste politische Entscheidungen und einen gewissen Konformitätsdruck entwickelte sich bald zur Lingua Franca von den Pyrenäen bis zum Himalaya. Ups. Für die Verbreitung und Popularität des Arabischen gab es viele Gründe. Zuallererst war sie die Sakralsprache des Islam und man musste sie beherrschen, um den Koran und andere religiöse Texte lesen zu können. Die langsame, aber stete Ausbreitung dieser Religion führte dazu, dass immer mehr Konvertierte auch ihre heilige Sprache annahmen. Darüber hinaus war die gesamte Verwaltung des Reiches bis etwa 720 UZ arabisiert worden. Wer es also sozial und oder politisch zu etwas bringen wollte, war gut beraten, Arabisch zu lernen. Und da die Sprache inzwischen zu einem verbindenden Element der verschiedenen Völker des Reiches geworden war, entwickelte sich zur Sprache des Handels, der Kunst und der Wissenschaft. Auch wenn Arabisch die dominante Sprache war, war sie beileibe nicht die einzige, die im Reich gesprochen wurde. Zu den anderen gesprochenen Sprachen gehörten das Persische im heutigen Iran, das Syrische im heutigen Syrien, die Berbersprache in Nordafrika, das Koptische in Ägypten und das Hebräische in den jüdischen Gemeinden. Es ist wahrscheinlich, dass die meisten Einwohner einer so kosmopolitischen Stadt wie Bagdad mehrere Sprachen beherrschten. Ja, also so wie Berlin und so ziemlich jede andere Großstadt heutzutage. Da wir ja international vertreten sind in der Gesellschaft, sage ich jetzt mal, sind ja mehrere Sprachen möglich, teils einzelne Worte zumindest oder kleinere Sätze. Wieso willst du nicht mit mir reden? Was ist dein Problem, du arrogantes Mistschwein? Okay, wir müssen uns einen anderen Händler suchen, der hat keine Lust auf uns. Der möchte kein Geld verdienen. Der ist mein Dirham auch gar nicht wert. Lasst Vorsicht walten und achtet stets darauf, wo ihr hintretet. So, dann gehen wir noch einmal zum tapferen Schneiderlein. So. Ah, hier vorne. Hallo. Friede sei mit dir. Friede sei auch mit dir. Schön, dass du mit mir sprichst. Zeigst du mir deine Waren? So viel Auswahl. Ja, der andere hat scheinbar gar keine Auswahl oder keine Lust auf Umsatz.
Das könnten wir verstärken. Kann ich nicht, weil der Bauplan fehlt. War's das fürs Erste? Ja. Dankeschön für Karnix, aber war ja mein Fehler. Okay, dann versuchen wir nochmal den nächsten Schmied, denn Waffen können wir definitiv aufwerten. Lass etwas geschehen. Keine Interesse. Zurück. Hier an der Hüfte habe ich mich als Ausholbewegung. Aber auch kein Interesse. Hau du ab. Gründlich zu sein ist nie verkehrt. Eieiei. Oh, oh, oh. Dass sie selbst hier draußen vom Pfeifen getriggert werden, ne? So, jetzt müssen wir einmal hier rüber. Warte mal. Ziemlich große Mauer. Oh, wir sind am Stadtrand. Ja, da sollte ich nicht rübergehen. Da müsste ich durch ein Tor gehen oder Schnellreise machen oder wir verschieben das Ganze. Wir können ja mal gucken, was haben wir denn jetzt hier an Nachforschung. So, und die Heilsaufgabe haben wir ja immer noch nicht ganz erledigt. Wir hätten noch Al-Jahis, der Bücherwurm. Haben aber auch hier noch zwei Bruderschaftshäuser. Einmal in Ash-Shakia und einmal in Al-Kark. So, was ist denn dicht da dran, ne? Hier haben wir Al-Kark. Wo ist Asharia? Ich möchte mich nochmals vielmals dafür entschuldigen, dass ich viele Wörter höchstwahrscheinlich falsch aussprechen werde. Aber ich gebe mein Bestes. Okay, da ich das zweite Haus gar nicht finde, würde ich sagen, gehen wir erstmal nach Al-Kark. Und hier haben wir natürlich auch keinen Schnellreisepunkt, das heißt, wir müssen zu Fuß gehen und das Haus suchen. Aber, kleinen Moment, wenn wir in... So. Jetzt wird uns das ja angezeigt, ne? Das heißt, dieser kleine Bezirk hier... Ne, das ist auch schon... Das ist ja Al-Kark. Ach Mensch. Falsche Hütte. So, ich will nur mal gucken, wo das denn wäre. Ja, ist tatsächlich ist weiter weg. Dann nehmen wir Al-Kark, logischerweise. So. Dort müssen wir aber leider zu Fuß hingehen. Ich würde mich aber gerne noch einmal umschlüppern. Verkleidung. Talisman. Ja, sieht schöner aus. Monturfarbe. Hier haben wir nochmal ein Schwert des Abbasitenritters. Auf Messerschneide. Wenn Basims Gesundheit unter 50% ist, fügen leichte Angriffe 30% mehr Schaden zu. Ist auch nicht schlecht. Sandstorch des Aufbegehrens. Erfolgreiches Ausweichen füllt 10% der Ausdauer wieder auf. Ja, mit dem Ausweichen haben wir es ja nicht so. Oh, cool. Aber dann muss ich mich wahrscheinlich... Ich will keine Verkleidung. So. So nämlich. Das sieht ja auch ganz cool aus. Wenn ich jetzt den Djinn nehme. Okay, da färbt sich gar nichts grün. Damit würde ich ja ein bisschen vor die Tür gehen, ne?
Absolut nein. Auf keinen Fall. Mm-mm. Nein. Nö. Nein. 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 Aber das sieht irgendwie so ein bisschen rittermäßig, aber irgendwie auch elegant, ne? Das nehmen wir. Damit laufen wir eine Weile rum jetzt. So. Ach ja, wir müssen durch die Tür. Einmal runter. Einmal runter. Danke. Oh. Oh. Oha. Die ist so arm, die merkt das gar nicht, wenn sie nichts hat. Tut mir übrigens leid, dass ihr die ganzen Benachrichtigungen von den Sachen, die ich hier erreicht habe, auch nochmal lesen dürft. Dass die aufploppen. Hier darfst du nicht rein. Ich denke mal, ich könnte das ja abändern, aber ich vergesse das jedes Mal. Guck mal, die ganzen Leute dürfen hier auch nicht durch. Ich dachte immer nur, ich darf da nicht durch. Ich habe mich immer gewundert. Aber wieso darf man da nicht durch? Brauchst du dafür so eine Art Genehmigung, Passierschein? Für dich gibt's hier nicht. Das ist doch dann voll die Inzucht, wenn du da alle in ihren Bereichen einsperrst. Wieso darf man denn nicht von einem Bereich zum nächsten? Das ist aber eine ziemlich zweischichtige Gesellschaft, würde ich behaupten. Na, jetzt müssen wir natürlich erstmal hier weg. Oh. Und zack. So schnell kommen sie jetzt nicht mehr hinterher. Oh, ein lauschiges Picknick. Darf ich mitmachen? Tut mir leid, ich habe ja nur gefragt, ey. Hab wohl ein Problem mit Bettlern, wa? Hier könnten wir noch kurz was lesen. Waren. Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Oh, oder auch nicht. Die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes ist Heiligtum, aber es entwickelte sich zur Bezeichnung der privaten Gemächer des Kalifen, in denen seine Frauen und Kinder wohnten. Als Institution ist der Begriff insbesondere mit der Abbasiden-Dynastie verbunden, obwohl die Abschottung von Frauen gegenüber der Außenwelt eine lange praktizierte Tradition in der Antike war. Die Herrscher des Mesopotamiens und Persiens nutzen diese Abschottung beispielsweise, um einerseits ihren Reichtum und ihre Macht zu demonstrieren und andererseits die Legitimität ihrer Nachkommen zu gewährleisten. Die Kalifen der Abbasiden wählten sowohl freie Frauen als auch Sklavinnen als Gemahlen und Gefährtinnen. Die meisten Kalifen waren selbst Kinder von Sklaven. Angesichts der immer noch nicht gefestigten Dynastie waren im 8. Jahrhundert die meisten dieser Frauen die Töchter von politischen Verbündeten des Herrschers. Als dann die Macht der Kalifen gefestigt war und der politische Allianzen an Bedeutung verloren, wuchs der Anteil der Sklavinnen unter ihnen. Diese Frauen waren oft gut ausgebildete und talentierte Dichterinnen, Musikerinnen und bedeutende Persönlichkeiten in der abbasidischen Kultur. Die Gemahlinnen und Konkubinen des Kalifen lebten alle gemeinsam mit ihren Kindern, den unverheirateten, verwitweten oder geschiedenen Schwestern des Kalifen und seiner Mutter im Harem. Die Mutter war das Oberhaupt dieser Gemeinschaft und beaufsichtigte die täglichen Abläufe im Harem. Mit den Bediensteten, Lehrern, Köchen, Sängern, Laufburschen und Eunuchen. Die Quaramana, weibliche Dienerinnen, die sich relativ frei zwischen den Harem und der Außenwelt bewegen durften, spielten dabei eine besondere Rolle. Die Komplexibilität und der Luxus im Harem des Kalifen spiegelten nicht das Leben in den meisten anderen Haushalten wider. Nur die reichsten Familien in den großen Städten konnten es sich leisten, die Frauen derart strikt abzuschotten. Denn nur in diesen Häusern, einer kleinen Elite der Abbasidengesellschaft, spielten die Frauen keine aktive Rolle im wirtschaftlichen Leben. Außerhalb dieser Gesellschaftsschicht nahmen viele Frauen
sehr wohl aktiv am wirtschaftlichen und sozialen Leben teil. Okay. Oh, verschlossene Tür. Was ist dahinter? So, gucken wir doch mal, wie die Frauen des Kalifen so leben. Aber nicht für lange. Nun kannst du ruhen. So, jetzt können wir uns in Ruhe hier umschauen. Ah ne, da sind auch noch zwei. Eigentlich wollten wir ja zum Bruderschaftshaus. So, wunderschön. Ach, das lief ja wie am Schnürchen, ne? Dafür, dass hier die ganzen Damen des Kalifen sind, ist das nicht allzu gut bewacht. Okay, auf der Rückseite müssten wir ein Fenster haben. Gehe ich von aus, weil die Tür ist verschlossen. So. Okay, hier wollte ich gar nicht hin. Dort ist ein Fenster, dort ist ein Fenster. Das habe ich mir gedacht. So, einmal essen. Oh, sehr schön. Ich nagte schon einst am Hungertuch. So, hier haben wir noch eine Kiste. Die nehmen wir natürlich auch mit. Verzweifelte Maßnahmen. Sayidi, es tut mir leid, dass ich dich in deinem Refugium stören muss. Auch ich sehne mich nach den Bergen der Heimat, doch nur Narren fliehen, wenn sie keinen Ort haben, an dem sie sicher sind. Sollte diese Gefahr andauern, gibt es für uns beide keine Zuflucht. Ich habe Maßnahmen im Sinn. Ich bitte nur um dein Vertrauen, dass die Kosten dafür gut angelegt sind. Dein treuer Diener, ebenso wie der des Kalifats. Ich wollte das Kalifen sagen. Boah. Okay. Was der wohl vorhat? Angeblich ist alles gut angelegt, aber können wir ihm trauen? So. Das war jetzt auch gar nicht das, was ich vorhatte. Oh. 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 Kleine Spende für mich. Oh, ein Elixier. Ah, das ist ja sehr schön. Den brauchen wir gar nicht zum Händler. Wo ich eigentlich gerne mal meinen Kram verkaufen wollen würde. Denn mittlerweile haben wir einiges gesammelt. Und ich glaube, wir sind schon seit... Seit sehr, sehr langer Zeit sind wir nicht mehr beim Händler gewesen. Haben unsere Sachen verkauft. Aber bei der nächsten Gelegenheit, ne? Wenn wir den nächsten Händler haben, dann machen wir kurz Rast. Habt ihr ein Problem? Okay, die Scherbe ist gleich hier um die Ecke. Da. Diese Person sieht verdächtig aus. Bab al-Basra. Das sehe ich mir mal an. Die Wachen von dem sind einfach mega suspekt. Man kann nie wissen. Bleiben wir wachsam. Ihr kommt jetzt nicht von dem weg. Hey, schadet nie, auf Nummer sicher zu gehen. Hä? Wenn ich fertig bin, wir wollen, wenn es sein. Hä? Hey. Oh. Das ist dein Mörder. Schade. So wollte ich das gar nicht machen. Danke, oh nein. Werde ich die Geheimnisse dieser Kammer bald lüften können. Sterb schon!
Boah. Nice. Gut, die Scherbe habe ich. Fahndungslevel natürlich auch. Jawohl, Sir. Da gehen wir jetzt erstmal nicht lang. Ach, ist das ärgerlich. Das hat so gut angefangen, als der eine im Busch kam. Diese heruntergekommenen Halunken sind gefährlich. Vorsicht. Wo sind sie? Ich sehe die heruntergekommenen Halunken gar nicht. Ruf die Stadtwache! Der Gesuchte ist hier! Er ist hier! Ach du alte Petze, halt doch den Sabbel. Der Gesetzesbrecher. Keiner mag Petzen. Aber hier ist kein Plakat, woher weiß sie das? Hier weiß irgendwie keiner, dass ich ein Krimineller bin. Ach Mensch, Fahndungslevel senken. Ich sag mal, was so ein bisschen hilft, ist ja, wenn die hier rumbrüllen. Oh, da ist ein Krimineller. Hilfe, holt die Stadtwache. Der hat einen Menschen umgebracht. Das muss ein ganz gemeiner Typ sein. Bla bla bla. Da weißt du aber zumindest, es muss ein Poster irgendwo in der Nähe sein eigentlich, ne? Da war es jetzt ein bisschen dicht am Tatort, aber... Tatort. Entschuldigung bitte. Wunderbar. Ah. Entschuldigung, darf ich mal? Am besten bleibe ich im Schatten. So. Das Event ist vorbei. Keine Angst, Leute, Event ist vorbei. Ich mache nur die Plakate ab. Das ist doch nicht zu fassen. Ich bring dir meine Schulterfinte bei. Die klappt immer. Hab mir schon viel zu oft den Hintern gerettet. So. An nicht zu fassen, ne? Da gehst du an eine Kiste ran, die scheinbar ehrenlos herumsteht. Zack. Wieder bist du suspekt. Dabei bin ich ein ganz normaler Bürger, wie jeder andere hier auch. Und total lieb. Außer man ist Angestellter des Kalifen. Oder des Ordens. Oder irgendein anderer Typ, der mir gerade im Wege steht. Aber ansonsten... Los, ist das Bruderschaftshaus? Nein. Das müsste doch denn anderes sein, oder? Hinter noch einer Mauer? Aber bei der Gelegenheit können wir ja hier am Turm einmal synchronisieren. Das ist tatsächlich hier vorne. Gut, ja, dann müssen wir gleich nochmal den Bereich wechseln. Ich würde aber vorher noch mal hier zu dem Turm hingehen. Na. Ich denke mal, hier könnte ich hoch. Okay. Haben wir hier vielleicht auch noch die Möglichkeit reinzugehen? Okay, auf der Höhe nicht. Oh, eine dicke Kiste. So. Mach mal die Vision aus! Was war denn das? Okay.
Da müssen wir nochmal hoch. Was war denn das? Macht der einfach so ein Rückwärtssalto? Okay. Das kriegen wir nochmal hin. Diesmal ein bisschen vorsichtiger. Sah das aus wie eine große Truhe. Aber ich glaube, die gibt es hier nicht. Immer nur da, wo auch viele Wachen sind. So. Schnellreisepunkt. Das ist ganz schön groß, ne? Bagdad selbst. Wenn man überlegt, das ist jetzt die ganze Zeit nur eine Stadt hier. Ups. Schön, dann gehen wir jetzt noch zum Haus der Bruderschaft. Oh, ja, dann seid ihr beeindruckt, ne? Ja, die Leute hier in dem Zeitalter, die sind echt leicht zu beeindrucken. Springst du von so einem 15, 20 Meter hohen Gebäude in Haufen Heu? Juckt keine Sau, ne? Aber so ein 5 Meter Dach und du springst auf die Straße. Oh, wow. Hm. Oh. Aber wie er auch dazu stöhnt die ganze Zeit. Hm. Moin. Du siehst ziemlich reich aus mit deiner Goldkette. Darf ich da mal? Oh, schade. Hi. So, jetzt müssen wir einmal hier... Ach, das ist ja praktisch. Ein Glück ist halb Bagdad eine Baustelle. So, dann gehen wir hier nämlich einmal hoch. Kürzen diesmal ab. Wir gehen nicht bis zum Tor. Hm. Oh, da ist schon das Tor. Leite mich hin. Dein Gestank muss ihn vertrieben haben. Ah, geiler Arbeitskollege. So. Da ist er. Okay. Und den nächsten hätten wir erst wieder hier vorne. Das passt. So. Da, 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 da. Hopster hier runter. Sehr schön. Der nächste bitte. Kostenlose Bartrasuren. Nur hier vorne, nur heute zum ganz besonderen Preis. Heute gratis. Ja. Oh. Entschuldigung, Sir. Ich bin noch neu in der Branche. Ich habe das Feingefühl mit dem Messer noch nicht raus. Ah, hier, stimmt, das waren ja immer Doppelmauern, ne? Ich bin guter Dinge, dass ich den Sprung schaffen könnte. In real life, aber ich glaube nicht in-game. Da haben wir noch ein paar Tücher. Hier vorne schon, ne? Okay. Sportlich wie ich.
So, wunderbar. Ach, oh Gott. So. Lass dich nicht stören, junge Dame. Was? Das ist eigentlich noch auszuhalten, ne? Wo gehen die denn? Wieso gehen die denn? Ich bin nur auf der Durchreise. Ich stink doch nicht lange rum. So. Aber müsste es nicht hier auch direkt einen Synchronisationspunkt geben noch? Also direkt hier, wo wir sind? Ist das echt der nächste? Und der, dann kommt hier wieder einer. Und hier unten. Okay, schade. Autsch. Das ist nicht dein Ernst. So, da genehmigen wir uns erstmal ein bisschen was von und offene Türen. Okay. Das ist neu. Eine rätselhafte Nachricht. Verborgener. Wenn du die Zeit dafür hast, auf den Straßen wird eine wahre Fall geboten, von der du wissen solltest, sie ist als Geheimgewürz bekannt. Und Gerüchten zufolge sind Leute fast bereit, für nur ein Pröbchen davon zu töten. Niemand weiß so wirklich, woher es kommt, aber ich habe das Gefühl, dass du es herausfinden wirst. Vielleicht finden sich beim Gewürzstand auf dem großen Basar Antworten. Gut, also das Bruderschaftshaus hier ist schon aufgeflogen. Und jemand möchte, dass wir ein bisschen aufräumen auf der Straße. Eine anonyme Notiz. Anonyme. Komm zu mir. Anonyme Notiz. So. Du scheinst kleiner als in meiner Erinnerung. Und du bist noch immer kein Fingerbreit gewachsen. Also, wir sind doch nicht als Feinde hier. Nein, aber wir haben uns beim Üben nie zurückgehalten. Roshan sagt, dass du von hier bist. Gewissermaßen. Ich lebte hier eine Weile, bevor ich nach El Anbar ging. Hm. Dieser Ort ist genau wie alle, die ich kenne. Die Reichen wischen sich den Arsch mit der Kleidung der Armen ab. Klingt wie das Al-Karch, an das ich mich erinnere. Es ist nicht mehr dein El-Karch. Rivka hat einen Bezirk entdeckt, der durch und durch verdorben ist. Noch mehr als sonst. Gerüchten zufolge schikanieren Amtsträger die Bevölkerung und beschlagnahmen willkürlich Waren. Wir glauben, dass jemand den Bezirk in der Hand hat. Lasst mich raten. Der Orden. Es steht eine große Auktion an. Die Daira Tulmal. Ein jährliches Spektakel, bei dem die Reichen ihre goldenen Löffel vergleichen. Man benötigt eine Einladung, wenig überraschend. Und höchstwahrscheinlich wird eines unserer Ziele dort sein. Also Zugang zur Auktion verschaffen und herausfinden, wer dahinter steckt. Wunderbar. Du begreifst schnell. Fällt es dir schwer, mitzuhalten? Vielleicht finden sich Hinweise, wenn wir dem Ärger zu seiner Wurzel folgen. Ich kann dir zeigen, wo er sich zusammenbraut. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Okay. Unbekannter Fall. So, sprich mit Roshan. Unser Versteck im Händlerviertel. Alles klar. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge mit Roshan sprechen und werden der Sache mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns morgen wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.